Hier ist ein Wagen mit zwei Dreiecken und einem Rechteck und hier in anderer Reihenfolge, aber die gleichen Dreiecke und Rechtecke gefüllt. Nur auf der linken Seite ist Reibung, auf der rechten Seite ist das Ding glatt. Gefragt ist nach den Koordinaten der Schwerpunkte und nach der notwendigen Reibungskraft, Normalkraft und dem μ. Dann geht es noch darum, wenn der aus A dargestellte Körper, wenn da das die quadratische Querschnittsfläche massenlos ist, wie groß der Haftreibungskoeffizient dann ist. Alpha ist gleich 10 Grad und der Rest ist gegeben. Zuerst mal ein Bild mit den äußeren Kräften malen. Ich habe also ein Koordinatensystem x und y angenommen und habe angenommen, dass hier die Kraft mal g ist. Hier greift eine Kraft b an, hier die Normalkraft und hier die Reibungskraft. Ich teile das Ganze auf und ermittle den Schwerpunkt. Und eigentlich verstehe ich nicht, wo das Problem der Aufgabe ist. Ich finde, es ist eben nur viel zu schreiben und der Rechner kann sich ein bisschen einrechnen. Also A1 ist jetzt diese Dreiecksfläche und diese Dreiecksfläche ist jetzt also 4,5. In der Dimension a Quadrat, nämlich 3a mal 3a und durch 2. Die Fläche a2 ist 18 a Quadrat und die Fläche a3 ist gerade 9 a Quadrat. Also hier einfach 3 mal 3 gerechnet und hier 6 mal 6 durch 2. Jetzt rechne ich aus x1. Das ist einfach eine 1. Der Schwerpunkt befindet sich hier. x2 ist gleich 4, nämlich 2 Drittel von 6. Und x3 ist gleich 7,5, nämlich erstmal die 6 hier und dann noch 1,5 dazu. Y1 ist gerade gleich 2. Das ist also 2 Drittel von der Strecke 3. Y2 ist auch 2. Das ist 1 Drittel von 6. Und Y3 ist 1,5. Die Gesamtfläche ergibt sich dann als 31,5 a Quadrat und jetzt kann ich xs ausrechnen als die Summe aller a xi dividiert durch a und ich bekomme für xs raus 4,5714 und für ys ist gleich die Summe a yi durch a. Und das ist dann 1,857. So, und jetzt kann ich die Summe der Momente um B machen. Die Summe der Momente um B. Die sagt also aus, einmal habe ich eine Normalkraft N1 und die hat den Hebel 8a. Also die Entfernung von hier bis hier ist 8a. Und dann kommt plus die Kraft M mal G. Die hat erstmal den Hebel 8 minus 6s. Also 8a minus 6s. Das nehme ich mal Cosinus Alpha und davon ziehe ich ys mal Sinus Alpha ab. Das Ganze ist gleich 0. Wir bringen die 8a nach unten und lösen das Ganze auf und wir erhalten die Normalkraft N1. Die ist 0,3817. Die Reibungskräfte sind jeweils gleich und das ist eben gerade M mal G mal, das hier in die Einheit natürlich M mal G. Das ist also M mal G mal dem Sinus von Alpha und damit habe ich 0,1736 m mal g und das ergibt ein Nü1 von 0,4549. So, jetzt muss ich nur die komische Tabelle nochmal machen. Jetzt ist die Fläche A1 hier und die Fläche A1 ist 9, die Fläche A2 ist gerade 4,5. Und die Fläche A3 ist gerade 18 und die Gesamtfläche ist wieder 31,5. Dimension ist a Quadrat. Das x1 ist gleich 1,5. Das x2 ist gleich 2. Das x3 ist gleich 5. Das y1 ist gerade 1,5. Das y2 ist gerade 4. Das y3 ist gerade 2. Dann habe ich xs ist gleich 3,5714. Das ys ist
2,1429 und damit habe ich die Normalkraft N2 raus, die ist 0,3482 mg. Die Reibungskraft bleibt die gleiche und deswegen kommt 0,2 raus. Die habe ich vertauscht. 0,3482 und hier die Normalkraft N2 0,4986 mg. So, jetzt soll diese dritte Fläche massenlos werden in dem Teil hier und wir machen wieder genau dieselbe Tabelle. Ich brauche jetzt eigentlich nur den hier zu streichen, den hier zu streichen, den hier zu streichen. Dann habe ich eine neue Fläche raus. Und diese Fläche ist jetzt 22,5, nur aus A1 und A2 gebildet. Und nur aus diesen beiden rechne ich jetzt den Schwerpunkt raus. Bekomme ich XS, ist gerade 3,4, YS ist gerade 2. Bekomme ich die Normalkraft N3, die ist dann 0,5229 mAg. Die Reibungskraft, wie gesagt, in allen Fällen die gleiche. Und das Nü3 0,3321. Also eine unsinnige Aufgabe, weil im Prinzip dreimal genau dasselbe verlangt wird, keinerlei Effekte auftreten, nichts Interessantes, ist für mich einfach eine dämliche Strafarbeit. Dann kann man sich noch fragen, ob die Massenaufteilung überhaupt sinnvoll ist. Wenn ich mir eben mal die erste Fläche hier angucke, kann ich sagen, die hat hier ein großes Rechteck und die hat hier ein kleines Dreieck und dieser Massenaufteilung in zwei Flächen statt in drei kann ich die Aufgabe noch wesentlich schneller lösen. Ich habe es deswegen nicht gemacht, weil die Fläche ja nachher die Fläche 3 nachher massenlos ist und dann kann ich hier natürlich A1 und A2 übernehmen. Ja, und wie gesagt, besondere Effekte sind nicht dazu. Hier nochmal zur Summe der Momente um B. Ich gucke mir also an, wo der Schwerpunkt ist. Diese Strecke ist XS, diese Strecke hier ist dann 8 minus XS. Die kann ich nochmal grün einmalen. Das ist ja die eigentliche Schwierigkeit, die möglicherweise an der Aufgabe sein könnte. So, also diese Strecke hier, ist von hier bis hier, ist also 8 minus 6s. Davon nehmen wir den Cosinusanteil und dann müssen wir im Prinzip hier ys den Sinusanteil wieder abziehen. Der geht am Hebel verloren und das ist dann der Hebel von mAg. Deswegen 8 minus 6s mal Cosinus und minus ys mal Sinus. Der andere Hebel der Kraft n ist 8 und die Kraft ist eben einmal n1, n2, n3, je nachdem welche Konfiguration ich gerade untersuche. Die Reibungskraft ist in allen Fällen gleich, immer m mal g mal Sinus Alpha. Ja, und was die ganze Rechnung soll und wo das Problem ist, habe ich nicht verstanden.